Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil Code Veronica X. In der letzten Folge haben wir den Tyrant gerade so besiegt, haben alles an unserer Heilung und Munition rausgefeuert, sind per Autopilot in die Antarktis gesteuert worden, weil der gute Alfred bzw. Alexia, wie auch immer, wie ihr es gerne haben wollt, noch eine Rechnung mit uns offen hat anscheinend. Und ja, deswegen sind wir in der Antarktis gelandet und hatten einen kleinen Crash. Der gute Steve hat sich anscheinend in die gute Claire verliebt, doch seitens Claire ist da noch nicht so viel. Und wir schauen uns jetzt hier ein bisschen um, schauen mal, wer jetzt hier eine Heizung spielt. Und ja, ach so, ja. Verkackte Ratte, wie kann eine einzelne Ratte bitte so viel Krach in einem Spind machen? Das bezweifle ich doch ganz stark. Aber na gut. Brief des Butlers. Werter Sir Alfred, bitte verzeihen Sie, dass ich Sie durch diesen Brief von meiner abrupten Abreise in Kenntnis setzen muss. Gott verdammt. Ich habe bereits Ihrem Vater gedient, Lord Alexander, und habe entsprechend lange an den Freuden und Sorgen der Ashfords beihaben dürfen. Mit anderen Worten, ihr nervt. Lord Alexander verschwand vor fast 15 Jahren unversehens. Und dann kostete ein Unfall bei einem Experiment unsere geliebte Alexia das... Okay, dann macht das dann doch Sinn. Dann gab es vielleicht doch einen und der hat das Ganze dann nicht verkraftet. Ihnen wurde die Verantwortung als Familienoberhaupt schon in sehr jungen Jahren auf die Schulter gelegt. Und sie verloren fast den Verstand, als ihnen all ihre Verwandten genommen wurden. Ja gut, dann ist das schon durchaus nachvollziehbar, also seine Art und Weise, die er da an den Tag legt. Ich konnte nichts tun, um ihnen zu helfen und fühle mich völlig hilflos. Ich dachte erst daran, mich zur Buße umzubringen, ja, weil es ja auch so viel bringt. Doch dann wurde mir klar, dass dies eine Beleidigung für Lord Alexander und Alexia dort in der anderen Welt gewesen wäre. Scott Harmon, Butler der Familie der Ashfords. Ja, okay. Gut. Hier ist ein Schalter. Ja, machen wir mal. Schalter elektrisch. Irgendwas haben wir da jetzt aktiviert. Dann macht das Sinn. Gut, haben wir ein bisschen Hintergrundstory hier zu dem guten Alfred gekriegt, dass es wohl doch schon einen Grund für seine gestörte Gestörtigkeit gibt. Ich meine, es gibt immer einen Grund für gestörte Leute. Manche sind nachvollziehbar, manche nicht unbedingt. Ja, aber doch meist ist das doch schon, ich meine, es kann durchaus sein, dass es auch Leute gibt, die von Hause aus einen Schuss weg haben. Das könnte dann so ein bisschen an den Genen liegen, aber gut, wollen wir nicht weiter drauf eingehen, ne? Ich ja, könnte ja sonst ein bisschen hier wieder rumdiskutieren und so weiter und so fort. Es ist halt so, es gibt halt schon Leute, die haben halt einen an der Klatsche. Und es ist halt immer so doof, wenn es mehr Leute davon gibt, die einen in der Klatsche haben. Das ist halt immer so, ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll, ohne dass es irgendwie ziemlich böse rüberkommt. Aber ich finde, dass Betten vermutlich das Schlafzimmer der Arbeiter, genau. Ich finde, dass Betten, nein, ich finde einfach, dass Vollidioten sich zweimal überlegen sollten, ob sie Kinder gebären, weil damit ist ihnen nicht geholfen und den Leuten da draußen auch nicht so wirklich. Und naja. Ja. So sollte man nicht geweckt werden. Das ist nicht so toll. Ich meine, klar, man spart sich den Wecker, aber ja, irgendwie war das ja klar, ne? Und wieso kann ich, oh klar, hab gar keine Pistole ausgerüstet, das ist auch toll. Bam, 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 komm, verringe, yes, okay. Guck mal, das ist Bob, der Beta, der ist auch wieder am Start. Der kann auch nicht von seiner Nebenrolle loslassen. Der ist jetzt, glaube ich, tot. Sag mal, war da drüben nicht was? Oh, shit, ja, nee, ich dachte, da wären jetzt Objekte, das ist ein bisschen doof jetzt, Vor allem weiß ich nicht, ob ich genug Munition für euch alle habe, aber ich hoffe es jetzt einfach mal. Oh Gott, Bob, der Beta ist schnell. Bob, der Beta ist schnell. Nein. Hör auf. Und da fliegt ihn der Helm weg. Auch nicht schlecht. Ich muss das kombinieren. Gott, dammit. Das Einzige, was ich an Heilung habe, muss ich jetzt auch noch kombinieren. Nein, 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 nein. Ich habe so irgendwie das tolle Gefühl, ich hätte mal... die Pfeile mitnehmen sollen. Und zwar die Sprengstoffpfeile. God damn you. God damn you.
God damn you! Oh nein, nein, das ist unfair, das ist Dorfbilder-Fail. Zack, 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 komm, verrecke. Du lebst noch, oder? Zwei Schuss habe ich noch, jetzt wird's spannend, jetzt wird's sehr, sehr spannend. Nein? Okay, Musik ist aus. Oh, Lucky, wirklich nichts mehr, ich hatte so das Gefühl, aber da drüben ist ein Spind offen. Ja, super. Das ist natürlich, ja. Weißt du, wenn ich jetzt verreckt wäre und im Nachhinein das gesehen hätte, ich glaube, ich hätte irgendwas geworfen. Ganz tolle Verarschungsspiel, ganz toll. Aber es hat ja zum Glück auch so gereicht. Dann ist das eine kleine Entschädigung für diesen dummen Vorfall, diesen rein zufällig geplanten dummen Vorfall. Ja, weil man Zufälle auch planen kann, richtig. Und was haben wir hier? Noch mehr Munition. Gut, ich meine, es ist halt neuer Ort, da sollten wir schon. Also das gefällt mir, weil bis jetzt war es ja in jedem Resident Evil Teil so, dass wir. Okay, ich muss mir das, glaube ich, fürs nächste Mal sparen. 30. Oktober. Als ich bei Umbrella angefangen habe, dachte ich, ich könnte den Rest meines Lebens sorgenfrei erkennen, auch weil du bei Umbrella arbeitest. Die Logik dahinter ist schon wieder genial. Als Angestellter eines Riesenkonzerns, genau. Ein schlechterer Scherz, dass ich in einem solchen Loch ende. Ich habe um Versetzung gebeten, aber die haben das einfach ignoriert. Das ist wie im Gefängnis hier. Die Arbeit ist unheimlich anstrengend und macht kein bisschen Spaß. Schreibt mal ein bisschen so, ich weiß ja nicht. Da wäre ich ja lieber tot. 3. November, mein sauer verdienter Urlaub. Saurer verdienter Urlaub, na gut. Ist plötzlich gestrichen worden, wegen eines Fehlers des Bosses, Alfred. Haben sie nicht rechtzeitig genug Leute eingestellt? Dieser Idiot braucht niemandem Leid zu tun. Der behandelt uns wie Vieh. 5. November. Ich habe eine sehr interessante Geschichte von einem Typen gehört, der hier seit 8 Jahren arbeitet. Der muss wirklich eine Engelsgeduld haben. Er sagt, tief unten in einer Zelle soll seit über 10 Jahren ein Mann eingesperrt sein. Ist nicht zufällig der, der Blutstimme brauchte. Die Leute nennen ihn Nosferatu und haben eine Höllenangst vor ihm. Was für ein Blödsinn, Gottverdammt. 10. November. Um Mitternacht bin ich aufgewacht und habe ein komisches Grollen gehört, das von tief unten in den Gewölben herzukommen schien. Arbeiten die da, wohnen die da in Umbrella? Wahrscheinlich, ne? Die dürfen wahrscheinlich gar nicht mehr raus aus diesem Gebäude. Ich bin ja bescheuert, mir von so einem Kindermärchen Angst einjagen zu lassen. Andererseits dürfte es jedem schwerfallen, an so einem Ort seine 5 Sinne beisammen zu halten. Ja, das stimmt wohl. Wenn ich weiß, dass da mit Zombies gearbeitet wird und so weiter und so fort. Wobei, das war ja, ich glaube, das war dir nicht so klar. Das war ja ein Unfall. Ich weiß gar nicht, so wie das im Film dargestellt war, es war ja quasi ein Unfall. Wobei, es war nicht ein Unfall, es war ein geplanter. Naja, gut. Whatever. Wollen wir uns jetzt nicht damit beschäftigen? Ich meine, es ist sowieso immer die Frage, wie viel Film und Spiel letztendlich gemeinsam haben und so weiter und so fort. Ich glaube, wir haben hier soweit alles geklärt. Oh, ich hab's schon wieder gesagt. Lalalala, haben wir hier irgendwas Wichtiges daraus erhalten? Nicht wirklich, nur Hintergrundinformationen. Ich glaube auch nicht, dass hier noch irgendwas ist, wobei. Ich trau der ganzen Sache nicht. Nachher ist hier noch irgendwas, da gucke ich lieber zweimal lang. Vor allem dachte ich, hier wäre irgendwas wegen der Kamerafahrt, aber das war dann doch ein Fehler. Gut, hier ist dann wirklich nichts. Aber egal, wir haben ja noch ein paar Möglichkeiten. Wir haben ja beim letzten Mal irgendwie so einen Schalter aktiviert, ne? Und da hat sich dann, denke ich, jetzt auch mal irgendwas getan. Was war denn nun mit dem Flugzeug hier? Verstehe ich nicht ganz. Ich habe, wie gesagt, so ein bisschen die Orientierung verloren. Achso, da sind wir einmal rum. Könnte vielleicht irgendwie sein, dass wir dann... Schauen wir mal... Achso, genau, wir sind dann die Leiter und okay, dann... Ja, doch... Dann passt das jetzt, glaube ich, wieder. Da weiß ich jetzt wieder, wo ich bin, Gottverdammt. Die Leiter war es, die Leiter hatte Schuld. Dann... Ja, gute Frage. Die einzige Möglichkeit, die ich jetzt noch habe, ist... Nein, Moment. Da, oder? So rum? Ja, so rum. Dass sich da jetzt was getan hat. Dass der Zombie da vielleicht irgendwie jetzt weg ist... Weil ich brauche irgendwas, mit dem ich, also irgendein Objekt, das ich für den Metallschneider verwenden kann. So, schauen wir mal. Du machst immer noch ein bisschen Krach hier, Kollege. Nee.
Der macht auch nicht mehr, als den ganzen Tag dagegen zu hauen. Genauso wie diese bescheuerte Ratte. Metallschneider, Spitze, Objekt bearbeiten. Hab ich nicht. Lalalala. Ich will an dieses Objekt. Vor allem, das ist ein Koffer. Ich denke mal schon, dass in diesem Koffer irgendwas Wichtiges drin ist. Ne? God damn it! Hier kann ich ja nicht so rüber. Nee, das geht nicht. Dann schaue ich nochmal drüben, wobei wir gesehen haben, dass die Tür abgeschlossen war. Aber egal. Probieren geht über Studieren. Abgeschlossen, auf der Tür steht Maschinenraum. Hm. Wie gesagt, wir haben noch einen Lagerschlüssel, aber ich glaube, wie gesagt, nicht, dass wir den in diesem Areal verwenden können. Aber gut. Dann werde ich jetzt wohl irgendwie nochmal die Leiter vielleicht hoch. Ich guck einfach mal. So, da haben wir hier dieses Dings, genau, da ging es ja nicht weiter, aber vielleicht liegt hier noch irgendwas. Der Flieger ist nicht mehr zu gebrauchen. Genau. Bringt nichts. Na 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 na. Notfall. Nö. Das ist auch immer so toll. Du hast so ein kleines Areal, wo man wirklich denkt, man kann hier nichts falsch machen und dann, ja. God damn you. Wir haben einen Schalter aktiviert. Durch diesen Schalter hat sich irgendwas Elektronisches gemacht. Dann vielleicht nochmal hier die Treppe runter. Ich glaube, das war ja der Ort, wo wir irgendwas aktiviert haben, oder? Hm, doppi doppi da. Hier ist ja dann auch nochmal ein Bob der Beta. Der wird wahrscheinlich auch irgendwann aus... What the shit? Hi. Ach so, tatsächlich. Da ging's ja wirklich nach links. Ja, jetzt wo ich auf die Karte schaue, ich dachte, das wäre einfach eine kleine Gasse oder so. Nein. Gut. Kann ich dich? Nein? Nein, 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 nein. Ich gehe davon aus, du vergiftest mich. Ja. Super. Was mache ich denn da jetzt? Links. Ja. Ich würde dich gegebenenfalls töten, glaube ich, oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich laufe jetzt einfach mal da lang, weil ich irgendwie gerade ein bisschen Schiss habe. Und guck mal, hier ist ja auch was. Blaues Kraut. Ah, das ist so eine Spawnstelle. Das heißt, hier kann ich ewig blaues Kraut tanken. Dann kann ich mal gucken. Ja, jetzt habe ich ihn einmal getroffen, aber ist er tot? Okay. Er ist zwar schwer zu treffen, aber er braucht dann auch nur einen Schuss. Okay. Dann haben wir diese nette Gegnerart auch mal kennengelernt. Sie kann jetzt ruhig da bleiben, wo sie hingehört. Also das hat mir jetzt schon ganz ehrlich gereicht. Mit den Giftgegnern ist es halt immer so eine Sache. Aber ich meine, gut, wir haben hier, wie gesagt, diese Anti-Gegen-Gift-Stationen. So nenne ich es jetzt einfach mal. Von daher ist es eventuell wieder fair. Aber was ist schon fair, ne? Hi, Bob der Beta. Muss ich jetzt nicht unbedingt töten, glaube ich. Bis jetzt, hier haben wir natürlich eine Sackgasse. Das heißt, ich müsste ihn dann doch... Vielleicht kann ich natürlich auch ausweichen. Nee. Das ist halt so ein Problem. Du siehst halt diesen Raum, der an sich total frei ist, aber die Hindernisse sind halt nicht mit eingezeichnet, ne? Ist halt ein bisschen doof. Dich werde ich dann, glaube ich, mal töten, oder? Schaffe ich so? Ja? Nee, da haben wir doch wirklich genug Platz. Eine Kontrolltrafe für die Sortiermaschine. Ohne Strom kann ich sie nicht bedienen. Okay. Nächste Aufgabe ist also Strom. Ein Schalter für die ja. Scheinbar keine Stromzufuhr. Genau, das war ja das Problem hier. Oh Gott, es sind noch mehr. Ah, gut. Ich glaube, dass... Ja, jetzt wird er auf einmal schneller. Und keiner weiß warum. Keiner weiß warum. Das ist KI-Intelligenz pur hier. Ba, ba, ba. Bleib unten, du Mistgeburt. Bist du tot? Ja, du bist tot. Okay. Wo ist jetzt der andere? Waren da nicht eben drei? Ach, da ist er. Ne, natürlich. What the... Hä? Hat sie gerade mit der Luft gekämpft? Ich habe da gerade keinen Zombie gesehen, aber gut. Ah, ah, ah. Verrecke, 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 verrecke. La, 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 la,
Lala. Meine Herren. Das ist halt auch wieder sehr, sehr doof mit der Munition hier, ne? Ich habe definitiv mehr Gegner als... What the shit? Stirb, 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 stirb. Das ist ein ganz hartnäckiger. Ich habe hier definitiv mehr Gegner als Munition. Da oben blinkt was, komme ich aber gerade, glaube ich, nicht ran. Sortiert, schick Güter ein, was? Einsortieren, ja, es ist immer noch die Sortiermaschine hier. Bla, 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 bla. What? Ja, ich habe das gesehen, Gott verdammt. Hier kann ich auch momentan nicht wirklich was machen. Die Tür wird mir ein bisschen sympathisch, da oben Weapon steht. Vielleicht gibt es ja hier Waffen oder auch Zombies. Oder auch noch mehr Zombies, genau. Chemikalien! Nein, 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 nein. Okay, Moment, warte mal kurz. Headset Fail for the Win, ja auch immer sehr, sehr schön hier, während einer Zombie-Apokalypse. Warte mal kurz, Zombies, ich muss mal mein Headset richten. Die lag da was? Ja, okay. Minen. Minenraumschlüssel. Minenraum? Meinst du nicht Maschinenraum? Das würde Sinn machen. Prüfe. Schlüssel für Minenraum. Mine. Ich denke jetzt einfach mal spontan, dass das ein Maschinenraumschlüssel ist. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Das ist. Ich finde. Ganz ehrlich, ich finde den Ort hier schon so ein bisschen übertrieben. Ne? Das ist halt. Ich habe hier nicht wirklich so die Möglichkeit, mich zu wehren. Hier stehen zahlreiche Raketen. Ich frage mich, wofür sie benutzt wollten. Ja. Wofür sie sie benutzen wollten. Ist hier sonst noch was? Nee. Oh Gott. Ja, genau. Lauf, lauf vorbei. Nein, 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 nein. Bitte, bitte lass Sprengkapsel nehmen. Wofür brauche ich die jetzt wieder? Ihr sollt mir verdammte Munition geben und keine Objekte. Sprengkapsel, die auf Wärme reagiert. Ja, das ist ja super. Das heißt, kommen wir in einem Raum, wo es warm ist, macht's bumm und dann abgeschlossen. Hier ist Sprengstoff ohne Zünder. Hier ist Sprengstoff ohne Zünder. Das würde dann heißen, wenn wir den Zünder haben, drücken wir und dann geht der Schrank auf, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das ist natürlich... Alter, das ist nicht lustig, Leute. Und vor allem ist es insofern nicht lustig, weil ich schon lange nicht mehr gespeichert habe. Ja, genau. Jetzt stehen sie mir auch noch im Weg, die Säcke. Oh, shit. Ich meine, was soll ich hier tun? Ich kann hier keinen Zombie töten. Ich habe keine Munition. Ich habe nicht genug. Und jetzt nehme ich einfach mal sicherheitshalber das Spray und komme hier glücklicherweise durch. Ach so, guck mal, kann ich das kaputt schießen? Kann ich das? Nein, okay, das geht nicht. Wobei ich glaube schon, dass das geht. Aber probieren wir es einfach beim nächsten Mal nochmal, ne? Was habe ich denn jetzt? Ich habe den Minenraumschlüssel, der wohl höchstwahrscheinlich für Maschinenraum steht. Und ich habe zu viel Gegner. Ich habe gerade schon wirklich so ein bisschen Angst um diese Let's Play, weil es ist dann doch schon sehr, sehr böse hier. Aber dann wiederum, ich habe halt den Fehler gemacht, dass ich bei dem Tyrant wahrscheinlich zu blöde war und deswegen einiges flöten gegangen ist. Da ist der Dings jetzt grün. Das heißt, ich müsste mich nur mal durch den ganzen Raum kämpfen. Da gehe ich aber vorher mal hier rein und schau, was da so abgeht. Vielleicht haben wir hier ein bisschen Munition. Die Gasmaske ist im Notfall entnehmbar. Gut. Gut zu wissen. Wahrscheinlich werden wir hier auch nochmal What the shit? Okay. Das ist auch wieder ein großer Raum. Aber momentan. Ich probiere es. Ich probiere es. Ich probiere es. Nein, 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 nein. Rape. Rape. Rape-Kreaturen. Rape. Oh Gott. Bitte lass was Sinnvolles drin sein. Guck mal, das Gras. Ich hoffe einfach mal, dass das Grünes ist. Ja, Grünes. Und nochmal Grünes. Blaues, natürlich. Dass ich dann höchstwahrscheinlich gleich einsetzen kann, weil diese Viecher asozial sind. Lalalala, ist das Munition da drüben? Ja, okay. Dann haben wir da wieder ein bisschen. Hier ist noch etwas. Anstatt sie einfach gleich 30 geben, aber gut. Und dann würde ich mal sagen, gehe ich spontan hier wieder raus. Goddammit. Und da klingelt das Handy. Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit Let's Play Resident Evil Code Veronica
X. Wir werden uns in der nächsten Pause, in der nächsten Folge weiter umschauen mit höchster Sorgfalt und dann, ja, schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwie von dannen kommen, ohne uns heftige Sorgen um Heilung und Munition machen zu müssen. Bis zum nächsten Mal. See ya.